Holen Sie ihn sich, bevor er weg ist! Ja, wenn ich jetzt wüsste, wohin ich gehen könnte. Ist leider nicht so leicht vorhersehbar, wo er hin will. Fand die Situation gerade eben eigentlich ganz gut. Vielleicht können wir ihn ja auch von hier zusetzen. Da drüben wird er sich hinpacken. Das ist okay. Ist zumindest schön weit weg. Wenn er jetzt irgendwo nur... Wenn sein Bein jetzt nur irgendwo sichtbar wäre. Ja, das ist okay. Das ist genau die Attacke, die er machen kann. Das stört mich kaum. Allerdings nicht, wenn ich irgendwo mitten in einem Raum bin. Noch mehr davon. Ist noch näher an ihn ran. Er macht einfach immer mehr. Das ist leider gerade fies. Könnten hier drüber gehen. War keine besonders große Fläche, aber könnte reichen. Wichtigsten ist, dass ich vor seinem Geschütz da geschützt bin. Der Ausfall der Lebenserhaltungssysteme steht kurz bevor. Und das brauche ich natürlich auch. Das ist hier nirgendwo. Frage ich mich, wo ist das nächste von diesen Dingern? Natürlich nirgendwo hier, sondern da drüben. Das ein bisschen sehr weit weg ist. Nicht zu sagen, viel zu weit. Neue Relikte! Kombination von beiden. Und jetzt hätte ich gerne mal das Leben. Komm schon, jetzt macht er beide Sachen gleichzeitig. Das ist einfach nur unfair. Wir können seine Beine ausschalten. Ist ein bisschen weit weg dafür. Ich hoffe einfach mal, dass hier drüben eine Lebenserhaltung ist. Irgendwo. Ich registriere den Temperatursturz. Nope. Das ist problematisch. Ist hier drin? Ja, hier drin ist was. Okay, ich glaube, das ist der Ort, den er haben wollte. Hab Verstärkung hergestellt. Natürlich. Was denn sonst? Was sind die denn, Dinger? Aua. Wodurch habe ich gerade Schaden bekommen? Kommt schon, Leute. Auf seine Beine. Ja, das ist mir schon klar. Geschossen. Wir sollten vielleicht die Richtung ändern. Der Kopf liegt frei. Das ist unsere Chance. Okay. Das fühlt sich einfach nur komisch an, immer wenn ich es mit der anderen Seite mache. Okay. Wieder.
macht ganz schön viele Sachen hintereinander. Quatsch. Oh. Keine gute Idee. Okay. Ich glaube, die Beine sind eh besser. Ich weiß es allerdings nicht. Mehr Relikte. Mann, Mann, Mann. Das ist ein cooler Fight. Und ich merke gerade, dass der Mauszeiger in der Mitte ist. Die Beine werden ihn zu Fall bringen. Alles außer das eine Teil sollte uns hier unten nicht gefährden. Nachladen. Okay, was passiert ist gerade? Ein bisschen weiter. Ah, natürlich macht er wieder Babys. Puh. Okay, wo sind die? Natürlich ist das Ding wieder abgehauen. Egal. Die sind ist mit die einfachste Sache von allen. Sein, ich komme von hinten oder so. Muss das nicht gleich kaputt gehen? Combo. Das sind eine Menge Granaten. Hier irgendwo eigentlich leben oder so? War hier draußen nicht irgendwo? Ja. Okay. Mit dem Architekten interagieren. Das Interfacing durch. Wir geben ihnen Deckung. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Wow, das Ding hat echt eine Menge Ärger gemacht. Ja, hat es. Wir sollten Priya erzählen, was hier passiert ist. Wow, das Ding ist jetzt einfach abgehauen. Puh. Okay, das war tatsächlich mal ein cooler Fight. Kann ich nicht anders sagen. Und dadurch, dass keine Glitches da waren... Moment, da waren auch noch Sachen. War das eigentlich ganz anständig? Hier war doch irgendwo was. Sag ich doch. Ist wieder online. Beruhig dich, Sam. Jetzt würde ich aber auf jeden Fall gleich mal speichern. Puh. Was für ein Kampf. Aber hey, wir haben es geschafft. Ohne wirklich groß zu cheesen, würde ich jetzt mal sagen. Es war ganz schön knapp an so zwei, drei Stellen. Einmal mit der Lebenserhaltung. Was mich immer wieder nervt. Aber ich hätte einfach hier reingehen sollen. Bloß daran denke ich nicht unbedingt. Dass hier drin natürlich auch es immer wärmer ist. Okay. Ich glaube, die Behälter sind nicht so wichtig. Das mit dem Architekten. Obwohl ich jetzt wirklich was dafür bekommen habe ich jetzt auch nicht. Ich habe es zumindest nicht gemerkt. Hier ist eine Platin-Vorkommen. Das war irgendwie. Entweder war ich hier schon mal. Oder irgendwas anderes war hier. Und hat das Platin einfach weggenommen. Okay, aber das würde erklären, warum das Forschungsteam keine Chance hatte. Ich meine, da hatten wir ja sogar große Probleme mit. Die ersten zwei Male habe ich es auch nicht geschafft.
Ja, gehen wir doch. Natürlich will es mich nicht dahin reisen lassen, weil die Symbole viel zu nah beieinander sind. Ja, bitte. Hey, immerhin haben wir sie gerecht, obwohl der Architekt jetzt nicht kaputt gegangen ist oder so. Immer wachsam, Bissell? Natürlich, Costa. Rutschen Sie mir den Buckel runter. Bissell. Daher kommt B, also. So. Okay. Ich glaube, wir haben was erfahren, was wir eigentlich noch nicht hätten wissen dürfen. Aber egal. Sorgen Sie dafür, dass sich Fumoyoku von den anderen fernhält. Ich habe keine Lust, dass er überall miese Stimmung verbreitet. So. Pathfinder, meine Späher haben mir von ihrer Begegnung mit dem Architekten berichtet. Ich habe einige gute Leute an dieses Ding verloren. Bohrtechniker, die dort eine Expedition durchgeführt hatten. Das tut mir wirklich leid. Es muss schwer sein, Leute zu verlieren, die unter dem eigenen Kommando stehen. Es war mein Fehler. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass sie so weit draußen suchen. Ich bin dafür verantwortlich. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass der Rest meiner Leute in Sicherheit ist. Dank Ihnen. Ihre Leute. Ich habe Ihre verschollenen Bohrtechniker gefunden. Sie haben es nicht geschafft. Das wusste sie ja schon. Ich werde ein Team damit beauftragen, die Leichen zu bergen. Sie verdienen eine anständige Bestattung. Und Pathfinder? Danke. Natürlich. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Kommen Sie wieder, falls Sie etwas brauchen. Okay. Immerhin haben wir das geklärt, ha? Und das sieht wesentlich besser aus, als wenn es hier immer so dunkel wird. Jetzt sehe ich wenigstens, was da draußen vor sich geht. Ich kann nicht speichern. Das ist wieder sehr schlecht. Egal. Wir haben noch ein paar Fähigkeiten zu vergeben. Wir haben 10 Punkte. Ich würde fast ein bisschen mehr in Biotik noch reinbringen. Meine Barriere weiter verbessern. Mehr Leistung. Aktiven Biotik-Effekt oder... Ja, alles okay. Wir können uns schneller bewegen, wenn das Schild an ist, was ganz gut klingt. Zack. Experte ist auch immer verbessert und Wächter ist auf Rang 3. Sehr gut. Den einen Punkt behalte ich mal. Pibi kann mit ihren 4 Punkten Lebenskünstlerin verbessern. Mehr davon, bitte. Liam hat sogar 5. Und da könnten wir die Verteidigung... Schadenswiedergabe... finde ich nicht so gut. Was haben wir hier? Kräfteschadensbonus gegen Panzerung. Es ist zwar etwas seltener, aber ich finde es irgendwie besser. Okay, Inventar. Wir haben eine Fusionsmod gefunden. Weniger Schaden durch alles, aber dafür mehr Widerstand. Und auch nur, also keine 20%, sondern 20. Bisschen komisch. Ich habe schon wieder so viel Bergungsgut gefunden. Aber gut, wir sind bei 46 von 100 Sachen, das geht ja noch. Dann, gehen wir mal nochmal kurz hier raus. Es ist tatsächlich wesentlich heller geworden. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass wir die Lebensfähigkeit erhöht haben. Oh ja, sieht wesentlich schöner aus jetzt. Kommen wir auf... Klar kommen wir da rauf. Und ich will da jetzt auch raufgehen. Wenn es hier draußen kalt wird. Zumindest ist es nur Gefahrenstufe 1. So. Hui. So. Stehen wir ganz vorne. Das ist cool. Die Shuttle da. Können wir den Schild speichern? Nein. Okay, dann speichere ich irgendwo anders. Ist ja auch egal. Gut, dann würde ich mal sagen, das war Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin Dennis oder Classified P.
Und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss!